Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schicht hier im Autobahn-Polizei-Simulator. Ja, wir haben uns so langsam hier vorgearbeitet, aber was mir so aufgefallen ist, es geht ja nicht weiter mit der Hauptstory. Deswegen dachte ich mir, wir schauen nochmal kurz. Wir haben ja auch noch ein Informationssymbol auf unserer Karte, ob wir da nicht einfach mal schauen, ob dieses uns weitere Informationen darbietet. Ist immer ein bisschen schwer zu sehen, wo hier was oben oder unten ist. Und ja, ich spiele immer noch mit der aktuellen Release-Version. Muss ein bisschen vorproduzieren, deswegen kann ich noch nicht die Dinge, die jetzt an der Performance gearbeitet wurden, wo ich auch ein bisschen versucht habe, bei den Entwicklern mitzuhelfen, können hier noch nicht drin sein, das wollte ich sagen, genau. So, wir gucken mal kurz, Missionen, aktuell Fähnchen, Aufgaben, Fragezeichen, Unglück von oben, Jetzt ist aber hier wieder das... Das sieht so aus, sollte ich hier hin, ne? Oder? Machen wir mal Frühschicht. Gut, da hat sie nichts getan. Soll ich zum Chef vielleicht? Da waren wir aber schon. Nee. Hat da vielleicht jemand anderes einen Hinweis für uns? Was ist denn das? Oder Tagesschicht? Ich weiß es nicht. Na, der Hinweis wäre genau unter uns. Oder ne? Hier der Pömpel. Oder auf dem Dach. Können wir aufs Dach laufen? Huch. Ja. Nee, ist klar. Und hier ist die Radarüberwachung, ne? Wo alle abgehört werden. Hervorragend. So, was... Nee, hier ist es auf jeden Fall aus. Ist ja auch ne. Das gibt's ja gar nicht. Was machen wir denn da? Das scheint... Oder muss ich hier mit den Kollegen sprechen? Und keine Kaffeemaschine, die müssen wir erst freischalten. Ja, merkwürdig. Ich geh mal runter und schau mal, ob wir da was machen können. Ansonsten werden wir halt einfach weiter Streife fahren, gucken, was passiert. Was haben wir denn hier? Oh. Hey, Ansgar. Nix. Das ist ein Raum weiter, ne? Was ist das hier? Oh, ein Verhörraum. Okay. Und was haben wir hier? Beweise? Beweisuntersuchung? Na, hier könnte ich höchstens das T-Sinus 20 Telefon bedienen. Was ist das denn? Oh! Fliegendes Hundefutter! Wow! Was ist das denn? Guten Tag! Guten Tag! Na, hier gibt's auch nichts. Ja, das ist ja komisch. Es ist ein Hinweis auf der Map zu sehen, aber irgendwie kann ich hier nirgends. Oder muss ich mit dem von vorne reden? Das klingt ein bisschen komisch jetzt. Also, mal, guten Tag. Ist gerade reingekommen. Ein LKW ist gegen einen Brückenpfeiler gefahren und nun herrscht Einsturzgefahr. Fahrt dahin und sichert die Unfallstelle. Sind unterwegs. Weißt du, der Pförtner gibt mir Aufträge. Ich glaube, sagt. So, also Brückenpfeiler eingestürzt. Dann nehmen wir mal das Polizeiauto. Und, also nicht eingestürzt, der wird vielleicht einstürzen. Und dann gucken wir mal auf der Karte, wo wir hin müssen. Hierhin. Das heißt, wir können eventuell eine Schnellreisefunktion nutzen, nämlich diese hier, damit wir nicht die ganze Strecke fahren müssen. Ja, und das ist ja ein Einsatz, ein Noteinsatz. Das heißt, da gehen wir mal hier auf B wie Blinker. So, und dann nix wie... Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, aber ich bin echt gespannt. Also man kann ja von dem Spiel im Moment halten, was man will. Von der Performance her auf einigen Rechnern läuft es halt ohne Probleme, bei mir läuft es überhaupt nicht. Aber ich bin echt, und das muss ich sagen, ich bin wirklich neugierig mit euch gemeinsam hier, zu erleben, wie sich die Story unfoldet. Ja, also wie das hier hoch, wie das hier weitergeht. Ja. Ist die Frage natürlich, ob es dieser Einsturzgefahr, Brückenpfeiler, LKW-Crash, der hat bei uns hier in der Heimat dazu geführt, dass die Bahnstrecke stillgelegt wurde. Da ist ein, das haben wir ja in der letzten Folge glaube ich gesehen, da ist ein LKW unter so ein Schild gefahren mit dem Aufsatz oben. Und dann konnte die Brücke nicht mehr von Zügen befahren worden, das war das Todesurteil. Also da war es sanieren und dann weiterhin ein bisschen Güterverkehr machen oder stilllegen und die dämliche, dumme, CDU-regierte Deppengemeinde-Idioten haben sich dafür entschlossen, die Strecke gleich stillzulegen. Und jetzt ziehen die Leute, also die Jugendlichen kommen eh nicht mehr in den ländlichen Raum, weil sie halt keine Infrastrukturanbindung haben. Und ja, die Gemeinden wundern sich dann, was sie irgendwie alles falsch machen. Die halten ja auch LTE für Breitband. So. Okay, wir fahren raus Land hier. Und jetzt bin ich mal gespannt. 1,1 Kilometer Schnellreise, auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich habe übrigens wieder hier meinen alten Einkaufswagen hinten im Kofferraum, falls ihr euch wundert, was so klappert. Wisst ihr Leute, 4 Wochen oder so, oder 8, eher, um die ganzen Bugs noch rauszufixen. Aber nein, da musste ja das Weihnachtsgeschäft mitgenommen werden. So, waren wir hier. Manchmal muss eine Gefahrenstelle möglichst schnell gesichert werden, indem der Verkehr ausgebremst wird. Dein Partner wird dir sagen, wenn du die Matrix Unfall oder Gefahr stellen solltest. Bis zum Zeitpunkt solltest du die Geschwindigkeit unter 50 km/h gedrosselt haben. Okay. Das kann ich sehr nicht bestätigen. So, da vorne kommt die Unfallstelle. Um den nachfolgenden Verkehr zu stoppen, solltest du die Matrix anschalten. Matrix, Signale, Matrix, Gefahr, nee, Unfall, oder was soll ich, Gefahr, ne? Oder Unfall? Gefahr? Gefahr oder Unfall? Ich habe nie aufgepasst. Vielleicht war das jetzt nicht richtig. Ich mache mal Unfall. Aber der Kollege sagt noch nichts mehr. So, der ganze Verkehr ist schon zum Erliegen gekommen. Wir sagen, wir sperren einfach mal weiträumig dann ab hier. Also hier ist irgendwie jetzt ein LKW vor einen Brückenpfeiler gefahren, heißt die Story. Bleib da vorne stehen. Er hat seine Ladung verloren. Wahrscheinlich Waschmaschinen oder Teddybären. Eins von beiden, das wissen wir jetzt. So, okay. Ah, ich erinnere mich, das hat der Yankee da vor Ort schon mal gemacht mit den Entwicklern. Hier diese. Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Warum hat der so Angst? Gut, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, worum es da geht. Ich habe die Personalien aufgenommen. Alles der ist aber schnell. Soweit. So, die Unfallaufnahme besteht aus verschiedenen Aufgaben. Unfallsicherung, Fotografieren der Unfallstelle, Unfallskizze, Räumung von Wrackteilen, Dialog mit Unfallbeteiligten. Nicht jeder Unfall enthält alle Aufgaben. Beendet wird die Unfallaufnahme durch den Abschlussbericht. Okay. Als erstes sollte immer die Unfallstelle gesichert werden. Für diesen Zweck kannst du aus dem Kofferraum deines Dienstwagens Hütchen nehmen, um an den markierten Stellen platzieren. So wird sichergestellt, dass der Unfall gefahrlos bearbeitet werden kann. Okay, so viel Text. Los geht's. Du solltest immer mit allen Beteiligten des Unfalles reden. Sie stellen dir jeweils die Sicht der Dinge und tragen so maßgeblich zur Klärung der Unfallursache bei. Oftmals erzählen sie aber auch kleine Geheimnisse, die amüsant sein können oder aber deinen Unfallhergang in einem anderen Licht erscheinen lassen. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Los geht's. Durch Drücken von X aktivierst du deine Kamera. Richte mit der Maus den Sucher auf markierte Objekte und fotografiere sie. Sobald du ein Unfallobjekt fotografiert hast, wird es für die Unfallskizze freigeschaltet. Damit diese fertiggestellt werden kann, müssen alle unfallrelevanten Objekte fotografiert werden. Okay, hab's ja jetzt verstanden. Also, wir gehen los. Mittels C öffnest du die Unfallskizze. Jedes fotografierte Objekt wird durch ein Symbol gekennzeichnet. Zur besseren Orientierung ist ein Objekt auf der Skizze bereits vorgegeben. Achso, ist
ein Objekt auf der Skizze bereits vorgegeben. Die Objekte müssen verschoben werden, sowie auch rotiert werden. Ist ein Objekt korrekt platziert, rastet es ein und färbt sich grün. Das arme Objekt. So, jetzt haben wir es aber. Drücke rechts und links, um zwischen den Objekten hin und her zu schalten. Mit der rechten, linken Maustaste kannst du in der Skizze platzieren. Mittels rechter Maustaste können Objekte rotiert und mit linker Maustaste bewegt werden. Ja, das hätte man auch während der Unfallskizze erklären können. Okay, also wir sollen vor... In vielen Umfällen gibt es auch Wrackteile, die es zu räumen gilt. Das können Fahrzeugteile oder verlorene Ladung sein, zum Beispiel Waschmaschinen. Diese Teile solltest du aufheben und im markierten Bereich ablegen, damit dadurch keine neuen Unfälle entstehen können. Ja, und wir wissen ja, Sicherheit first. America first. Ja, haben wir uns alle gemerkt. So, also als erstes sollen wir die Unfallstelle sichern. Sichern der Unfallstelle. Ihr seht übrigens, ich habe einen wohlgenährten Donutbauch. Das ist ganz wichtig. Hier gehen wir mal kurz hier die Hütchen rausnehmen. Das heißt Kegel. Ach komm, jetzt geh mir doch nicht auf. So, ich stelle mal kurz auf. Die. Ja, perfekt. Die stellen wir mal kurz auf. So. Ja, die Animationsstudios hier bekommen auf jeden Fall meine Weiterempfehlung. Nicht. So, Unfallstelle abgeschlossen. Einsturzgefahr, lalala, fotografiere die Unfallstelle. Erstmal fragen wir, nee, erstmal müssen wir die Teile wegräumen, oder? Weil das ist, glaube ich, auch sicherheitsrelevant. Also, nehmen. Perfekt. So, sehr interessant. Ich habe an meiner Taille, habt ihr gesehen, habe ich den Handschuhhalter mit Handschuhen drin. Und die Handschuhe, die ich in dem Handschuhhalter an der Taille habe, habe ich übrigens gleichzeitig angezogen. Und halt. Gerade eben waren sie weg, jetzt sind sie wieder da. Na, seht ihr das? Sehr merkwürdig. So. Ich erinnere mich ja so ein bisschen an den Heimwerker-Simulator. Nur da haben wir einfach so eine Laserpistole, mit der wir was machen können. Ja, und die Hauptdarsteller hier direkt entflohen aus dem Wachsfigurenkabinett, die... Das sieht aber auch aus hier. Guck mal, wie der hier reingefahren ist. Da sind die Bremsspuren. Und dann ist er genau in den Brückenpfeiler. Ich meine, wie er den treffen konnte, ist mir auch ein Rätsel, ne? Rechts und links ist ordentlich Platz. Nein, ist genau davor gefahren. Ja, und auf der anderen Seite, ne, muss ich es auch nochmal sagen, ich finde es halt schade, dass, ja, wie beim guten Wein, der muss halt nochmal zum Not nochmal ein Jahr in den Keller. Hier vielleicht 2 Monate. Gut, Entfernobjekte haben wir gemacht, jetzt fotografieren wir die Unfallobjekte. Wir nehmen jetzt so das X und fotografieren mal den LKW. Dann hier die Spuren. Wie komme ich hier sehr raus? Das scheint aber nicht richtig gewesen zu sein. Habt ihr gesehen? Das hat 0 von 2 gezielt. Aha. Okay, 2 Unfallobjekte. Sag mal. Ja, das Quietscheentchen. Nee, ist klar. Okay. Ja, ich würde sagen, was der LKW-Fahrer uns mitzuteilen hat, das erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Garderobe spielt Autobahnpolizei 2. Was mich gerade etwas wundert ist, wie um alles in der Welt hat dieser, wie heißt das jetzt verkehrstechnisch korrekt? Seitenlinien-Leuchtwarneinrichtung. Was weiß ich. Wie ist um alles in der Welt der stehen geblieben, wohingegen der ganze, also, naja, also, danke fürs Zuschauen, in der nächsten Folge geht's weiter, dann sprechen wir mit dem LKW-Fahrer und finden raus, was ist hier denn passiert. Bis dann, tschüss.
Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.